Jetzt gibt's Noobsen Action mit einem Mädchen. Yeah! Und die ist bald besser als ihr in StarCraft. Das gucken wir dann mal. Hallo, mein Name ist Niklas. Und ich bin Jenny. Und Jenny ist meine beste Freundin. Und Niklas ist mein bester Freund. Toll, hätten wir das geklärt. Gino war gerade da. Du hast gesagt, ich sehe besser aus als Gino. Kannst du das jetzt nochmal auf Kamera wiederholen? Du bist echt fies. Hä, was denn? Hast du das so gesagt? Sowas sagt man nicht. Was? Warum nicht? Dann nimmst du jetzt auch noch auf. Ja, aber die Leute sollen es doch wissen, was die Wahrheit ist. Ich sag da nichts zu. Ich schweige. Jenny, ich habe gerade schon gesagt, dass jetzt tatsächlich zum, ja nicht zum ersten Mal, doch eigentlich schon mit zum ersten Mal, dass meine echte Welt mit meiner Gaming-Welt ist kollidiert. Wie fühlst du dich dabei? Aufgeregt. Toll. Ich bin aufgeregt. Hast du denn, dazu zu sagen, wir sind das diesmal alles ein bisschen anders angegangen. Also als mit Gino, weil die letzte Staffel mit verfolgt hat, Gino jetzt 20 Folgen. Der ist fast in die Goldliga gekommen. Also, der hat aber genauso noobig wie du angefangen. So richtig. Na, wobei, der hat schon mal Warcraft 3 gespielt. Hast du schon mal irgendwas anderes gespielt? Call of Duty. Was, echt? Ja. Was? Aber auf der PlayStation. Wann hast du das denn gespielt? Hat sich. Ist noch lange her. So vor wie vielen Jahren? 3, 2. Hast du irgendwas anderes? Age of Empires, Nein. Command Conquer? Need for Speed habe ich noch gespielt. Need for Speed. Sonst habe ich nichts gespielt. Aber du bist ja eigentlich technikaffin, muss man ja sagen. Ja. Du bist jetzt nicht irgendwie ein Mädchen, was überhaupt keinen Plan hat von Computer und so. Nee, also man sollte annehmen, dass ich ein bisschen was von Technik verstehe. Warum ist das so? Ich stelle meinen Timer. Wir haben ja auch zusammen studiert, ne? Daher kennen Niki und ich uns. Mhm. Und. Niki. Ja, sorry, darf ich das nicht sagen? Das sagen, was du willst. Okay. Also, Niki und ich haben zusammen studiert, im Bachelor. Und ich studiere jetzt weiter im Master Informatik. Informatik. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, ich weiß. Ein Mädchen, was zockt und Informatik macht. Und jetzt, Jenny, wenn wir heute, also das Ziel ist ja, also ich muss nochmal überlegen. Ich bin dann dabei, gerade die Electronic Athletes Pläne zu machen. Das bist ja auch eingeweiht, du bekommst auch Pläne. Und kannst du das bitte mal in die Kamera halten? Jenny hat sich nämlich alles, was ich ihr rübergeschickt habe, ja, ist alles noch so ziemlich in Raw-Form, hat sie hier bitte mal auffächern. Ja. Sich ausgedruckt und sogar mit Textmarker hier so Passagen eingefärbt in Gelb. Das nenne ich mal auf jeden Fall eine ganz schöne Streberin. Bist du im Studium genauso? Ja, klar. Hast du überall Einsen? Ja. Hast du echt? Ja. Ist echt? Ja. Was hast du im Bachelor nochmal für einen Schnitt? Willst du nicht wissen. Schlechter als ich, oder? Nee, besser als du. Was? Erzähl mal. 1,4. Hab ich nicht 1,0? Nee, hast du nicht. Ich hab 1,0. Nee, hast du nicht. Hä, doch. Weil du es mit der Bachelorarbeit voll versaut hast. Hä? Aber in der Bachelorarbeit habe ich doch Bonjour gemacht. Die kann gar nicht schlecht sein. Ja, stimmt. Aber du hast es dir mit Kochi versaut. Ich dachte, ich habe 1,0. Habe ich dann wahrscheinlich aber nur geträumt. Oder ja, ich war betrunken. Nee, ich habe die 1,0. Du nicht. Aber vielleicht mache ich irgendwann auch nochmal einen Master. Nee, mache ich nicht. Nee, würde ich auch nicht ran. Ich bleibe jetzt echt nicht? Nee. Studieren nicht so geil? Nee, studieren nicht so geil. Ich bleibe jetzt einfach mein ganzes Leben selbstständig. Auch wenn ich irgendwann pleite bin. Und schnorre ich mal bei dir Geld. Ja. Ja, was ist das Ziel mit StarCraft? Also, wir machen jetzt 20 Episoden. Was ist denn dein persönliches Ziel? Dass ich das spielen kann. Ja, aber... Ich stecke meine Ziele nicht so hoch. Dann ist man nicht so enttäuscht. Okay, unser Ziel ist es auf jeden Fall... Dein Ziel ist es ja, dass ich damit Goldliga erreiche, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist Absatz 1 oder so. Was? Nee. Das ist ja das Problem, das Trainingsprogramm jetzt für absolute Kack-Noobs, ja? Ja. Also wirklich für... Ja, also für mich. Absolut, genau, für dich quasi. Und auch für die Leute, die nicht so viel Zeit investieren können oder wollen. 30 Minuten erstmal pro Trainingstag. Ja. Und ich möchte auch, ja... Ich habe nämlich mit Gino gerade nochmal geredet, mit dem habe ich hier vorne noch aufgenommen.
Ich möchte, dass du wirklich dich auch an die Zeiten mal hältst, ja, um zu sehen, was man wirklich dann für einen Progress dann macht, wenn man diese Zeiten einhält. Okay, diesmal habe ich wahrscheinlich ein bisschen länger trainiert. Okay, aber du musstest ja auch die ganzen Basics und so lesen. Ja. Und Gino, der hat nämlich immer viel mehr gespielt, hat er erzählt. Ja gut, nee, das meine ich nicht. So viel Zeit habe ich auch gar Deswegen nicht. Ist er auch immer ein bisschen besser geworden, als ich gedacht habe. Ja. Okay. Also, unser Ziel ist auf jeden Fall, in die Master League zu kommen. Okay. Ich bin doch schon Master League. Weißt du eigentlich, was Master League bedeutet? Nö. Okay, pass auf. Es gibt Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant und Master. Master ist das Beste. Nee, wir wollen nicht in die Master League. Okay. Aber Silber League. Okay. Und wenn du das geschafft hast, dann bist du so heiß auf StarCraft. Dann dass ich sogar, auch unbedingt in die Master League Dann willst möchte. Du nicht mehr irgendwelche Mädchensachen machen. Ich mach das sowieso keine Mädchensachen. Finger, du hast deine Fingernägel lackiert. Das stimmt. Cam. Und was machen Mädchen noch so? Irgendwie. Du hast voll die Vorurteile. Den ganzen Tag, weiß ich doch nicht. Lästern den ganzen Tag. Und du bist ein Mensch voller Vorurteile. Bin ich überhaupt nicht. Wohl. Hey, ich bin der vorurteilste Mensch der Welt. Stimmt gar nicht. Aber der Beste dafür. Ja, natürlich. Danke. Gut. Deswegen sind wir übrigens Freunde, weil ich bekomme immer die ganze Zeit ganz viel Bestätigung. Ja, weil er der Beste ist. Seht ihr, habe ich doch gesagt. Und ich sehe besser aus als Gino. Hat sie gesagt. gut, waren wir da betrunken? Ich weiß es nicht mehr. Du, ich werde das nicht wiederholen. Aha! Wiederholen! Sie wird sich. So, gut. Wir wollen aber heute anfangen. Du hast ein Bild bekommen schon. Du hast ihn auch schon eine Woche geübt. Du bist quasi schon jetzt im E-Athletes-Training drin. Und ich bin so gespannt. Ich war wirklich noch nie so gespannt darauf, je zuvor eine Partie StarCraft zu sehen. Ja, und ich hatte, glaube ich, noch nie so Angst, irgendwas zu spielen. Bist du nervös? Ja. Okay, jetzt drücken wir einfach erstmal 10-mal auf Play. Okay, drückst du sofort. 10-mal geht nicht. Davor hast du schon mal keine Angst. So, und jetzt, liebe Jenny, werde ich einfach die erste Partie einfach gar nichts sagen. Ab jetzt. Okay, ich mache einfach das hier, ja? Ja, du spielst es einfach und bashst da deinen Gegner. Probieren wir das mal. Good luck, have fun. Ich habe jetzt schon Angst. Na, hab auf Angst zu haben. Spiel, konzentrier. Ich bin nicht da. Hier ist auch kein Licht oder keine Kamera. Mhm. Nur du in deinem Wohnzimmer. Ich brauche nur für lange. Das Ding hier. Ich mag Next, das nicht, wie du spielst. Guckst. Ich guck nicht. Ich spiel einfach ganz normal. Ich bin ganz neutral. Okay. Ignoriere mich. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich brauche mein Ist okay, schon ist okay. Man kommt sich irgendwie komisch vor. Ach,
Gewöhnungssache. Irgendwie habe ich das halt. Na egal. Jetzt gemacht? Ja, auf B ist abbrechen bei dir. Du wolltest doch nichts sagen. Entschuldigung. Alles gut. Mach nochmal Return to Game. Toll, Danny! Gut gemacht! Wow! Völlig übergerannt. Okay, pass auf. Wir wollen ein paar Sachen besprechen. Hey, wie krass, du die Mechanik schon weißt. So das mit der Shift-Taste und also du kopierst teilweise viel besser als Gino jetzt schon. Okay. Aber die Geschwindigkeit ist halt noch nicht da, ne? Ja, die Geschwindigkeit aber, ist noch nicht da. Ich muss immer überlegen, was ich jetzt machen muss. Ja, yeah, oh, komm mal ein bisschen weiter ins Bild. Du hast voll die guten, also die Mechanics, du weißt den Begriff schon, ne? Weil du ja. Hast ja mein ganzes Basic. Das ist so. Alles gelesen. Krass, ey, du hast es echt auch verinnerlicht. Okay, wir wollen jetzt ein paar Sachen besprechen. Also, du hast gewartet und so, toll. Gleich werde ich dir ein bisschen bei der Geschwindigkeit helfen. Okay.
Aber bei der Produktion möchte ich dir sagen, immer, da sollen immer zwei drin sein. Ach, zwei, okay. Ich dachte immer nur einer. Ja, okay, dann habe ich das. Nee, aber guck mal, also das, das Optimum ist natürlich, wenn du immer nur einen drin hast. Ja. Aber Marines sind so schnell im Bauen, dass wir versuchen, immer zwei drin zu haben. Okay, cool. Ne? Gut. Genau, das versuchen wir. Steht das nicht sogar auch schon im Makro? Nee. Steht das nicht? Also ich habe es dann überlesen. Dann muss ich das mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel. Toll! Wow! Das wird richtig cool. Gut. Du wärst auf jeden Fall meine beste Schülerin, Jenny. Yay! Okay, bekommen wir irgendwas? Ich bin am Erfahrungspunkte. Nee, bekommen wir nichts. Okay, weiter geht's. Jetzt, gleich nochmal. Geht direkt weiter, nochmal. Ja. Und ich helfe dir dabei. Diesmal sagst du was, okay. Genau, diesmal wollen wir ein bisschen die Geschwindigkeit hinbekommen. Mhm. Und ich gebe dir ganz viele Tipps und so. Und das wird alles super. Okay. Das wird so, als wenn... Achso, Jenny ist übrigens die Erschafferin von Nikita. Hat man ja im Intro auch gesehen. Ja. Als wenn so viel Spaß ist, wenn du mich schminkst, haben wir jetzt. Ich hoffe mehr. Hä, macht jetzt keinen Spaß? Mir macht das immer Spaß. Okay, aber go. SCV-Bomb. Gruppieren direkt. Das Command Center. Noch ein SCV direkt rein. Zack. Jetzt ein SCV nach vorne fahren. Die Rampe. Wo ist die Rampe? Weiter oben. Nee. Oben, da. Ja. Da. Ja. Bauen direkt. Yep. Perfekt. Direkt das nächste SCV. Eins. So. Yep. Ja, okay. Noch ein SCV. So, jetzt warten wir bis... fertig ist. Haben wir ein bisschen zu spät gebaut, aber ist okay. Mhm. Wir wählen ihn schon mal aus. Halt mal die Maustaste gedrückt und machen ein Auswahlkästchen. Genau, so kannst du vielleicht auswählen. Mhm. So bereite ich aus. Du kannst jetzt schon mal Y und du kannst jetzt A drücken. Zack. Ja. Perfekt. Wir nehmen das Gas direkt. Bauen weiter SCVs. Da muss immer ein SCV drin sein. Direkt noch eins rein. Immer, dass zwei drin sind. Wir fahren mit einem SCV nach vorne, bauen noch ein Supply Depot. Yep. So, jetzt noch ein SCV rein. Und jetzt direkt zwei Worker noch ins Gas mit rein. Von den Minerals. Und jetzt kopieren wir mal die Barracks. Wir wählen die Barracks aus, kopieren sie und den Ready Point schickst du dahinter. Genau. Also Rechtsklick kannst du jetzt schon machen. So, jetzt wäre die Barracks fertig. Das heißt, als erstes machen wir das Orbital Command. Jetzt. Dann setzen wir ein Tech Lab an die Barracks. X. Müssen das einmal umsetzen, weil die nicht ganz gut steht. Genau, ja. So, und jetzt wählst du mal die beiden SCVs aus, die dort stehen. Kannst beide gleichzeitig auswählen. Und baust zwei Barracks. Also Y, A, Linksklick. Und nochmal Y, A, Linksklick. Zack. So, Command Center ist fertig. Mhm. Also Orbital Command. Wir brauchen keine SCVs mehr, aber wir schmeißen immer Mutes. Genau. Perfekt. Wir gruppieren die drei Barracks. Ne, Doppelklick auf eine Barracks. Doppelklick, oder genau so. Oder perfekt. Wow. Das Comet Shield Upgrade. Das ist im Tech Lab. Und fangen an, Marines zu bauen. Immer zwei Stück pro Barracks. Die sind noch nicht fertig. Genau. Aber jetzt erstmal schon die beiden nächsten Barracks. Wir wollen ja fünf haben insgesamt. SCVs brauchen wir nicht mehr. Okay. SCVs haben wir genug. Bau zwei Barracks. Dass wir fünf sind. Genau. Jetzt fängst du an, uns die anderen Barracks auch zu bauen. Da war ein Fehler. Mach jetzt einmal Doppelklick auf alle Barracks. Das geht am schnellsten. Dann hast du alle fünf ausgewählt. Dann gruppierst du sie und jetzt drückst du einfach nur Q für Marines. Und siehst hier unten, siehst du, wie sich das befüllt. Und du willst überall zwei haben, wo es geht. Mhm. Also direkt nochmal drücken. So, und jetzt setzt du den Rally Point mal hier so hin, wo ein bisschen mehr Platz ist. Genau. Und jetzt nehmen wir die Worker auch aus dem Gas wieder, denn wir brauchen ja gar kein Gas mehr. Oh, was ist jetzt passiert? Nur die aus dem Gas auswählen. Genau, zack. Du musst ein bisschen schneller, weil die fahren dann rein und dann ist die Auswahl wieder weg. So, genau, jetzt sind alle Barracks fertig. Und jetzt wollen wir immer zwei drin haben. Oh, da sind wieder irgendwie SCVs unten mit in die Auswahl gerutscht. Guck mal. Doppelklick also nochmal alle Barracks. Mit Linksklick. Doppelklick.
Ne, Doppelklick. Du hast nur eine ausgewählt. Jetzt hast du wieder alle. Und jetzt baust du. Überall zwei Stück drin. Und Supply-Depots brauchen wir natürlich. Zack, Supply-Block. Guck mal, du hast doch noch ganz viele SCV stehen. Die kannst du auch dafür verwenden jetzt. Du brauchst nicht neue von den Minerals nehmen. Okay. Genau, da stehen noch... Ne, das reicht schon erstmal. Genau, trotzdem wollen wir jetzt immer in den Barracks, auch wenn wir gerade Supply-Blocked sind, immer zwei Punkte haben für die Marines. Mhm. Das heißt, du wählst die Barracks aus mit deiner Control Group und guckst, füllst auf schon direkt. So, und die SCVs, die kannst du mal wieder... Genau, musst du nicht bauen. Kannst du, genau, Mules. Und die SCVs, die kannst du schon mal... Hier, die beiden, die lungern da jetzt halt rum, schick die mal wieder zurück. Zum Ernten. Yep. Wir brauchen da vorne nur das SCV. Das, und da steht noch eins versteckt dahinter. Das kannst du mal bei der Supply Depots bauen. Die beiden, die bauen Supply Depots. So, und weiter Marines, wieder kontrollieren, ob du überall zwei drin hast. Zack, zack, zack. So. Jetzt doppelklickst du mal alle Marines, gruppierst die und jetzt gucken wir mal auf die Map. Wo ist der Gegner? Da wahrscheinlich. Genau. Klick mal rein, linksklick da rein. So, und jetzt wollen wir aber nicht da sofort hin, sondern bis da wohnt er. Mhm. Also ein bisschen weiter vor. Wir gucken, wo ist seine Rampe und dann noch ein weiter runter und die Rampe auch runter. Da wollen wir uns sammeln. Immer vor seiner Basis. Das heißt, den Rally Point von deinem Barracks, den setzt du auch dorthin. Du wählst also einmal die Barracks aus, während du hier bist. Genau, und klickst sie mit dorthin. Rechtsklick. Und weiter die Punkte aufführen. Weiter Marines. Überall sollen zwei Stück drin sein. Ups. So, wieder zurück. Kannst zweimal eins drücken schnell. Oh, guck mal, die ganzen Marines, die stehen ja jetzt rum. Die sollen mit nach vorne. Also doppelklick nochmal die Marines. Drück Shift 5. Und schick sie einfach mit fort nach vorne auf den Ready Point. Den ich jetzt aber nicht mehr sehe, ne? Aber du weißt ungefähr, wo er war. Der war da unten. Da. Genau. Klick erstmal mit links klick hin, dass du dort bist und dort kannst du dann die Feinjustierung machen. Genau. So, jetzt gehst du wieder zurück. Genau, immer schön mit der Tech-Move. Geh wieder zurück, also 2x1. So, jetzt können wir mal die ganzen Mules zerschmeißen. Guck mal, wie viel Energie wir haben. Können 3 Stück machen. Geklickt wird hier nicht. Ja, sorry. Du hast da hingezeigt, deswegen habe ich geklickt. Okay, nochmal. Du kannst mehrere auf einmal schmeißen. Und noch eine. So, und Supply Depots bauen. 2 Stück. Oder 1. Wir haben ein bisschen Supply frei. Genau, bei 1. Und immer wollen wir... guck mal, deine Produktion läuft nicht. So, jetzt läuft die. Jetzt guck mal nach vorne. Also wieder zur Army. 5-5. Und jetzt gruppieren wir... Machen wir noch einen Doppelklick, dass nicht alles gruppiert. Dann hast du alle Marines. Shift 5. Und jetzt greif mal an. Attack Move nach oben auf die Rampe. Dahin. Ja, da? Ja, ja, ganz oben. So, und den Rally Point, den setzt du direkt mit nach oben von den Barracks, dass die nachströmenden Einheiten mit da hochkommen. Genau. Und weiter produzieren. Zack, zack, zack. Super. So, und renn in die Bude ein, da dem blöden Zerg, damit seinen Käfer-Alien-Einheiten, weißt du, den finden wir gar nicht gut. Richtig da kaputt machen. Und weiter produzieren. So, und immer zwischendurch rechts oben auf Supply gucken. Ne? Du hast massig noch frei, deswegen brauchst du keine Depots. Aber ist immer wichtig, so 10 bevor du davor bist, jetzt zu dieser Phase, ja, solltest du immer das nächste Depot ansetzen. Ne? Ansonsten, Produktion, immer wieder diese Rotation. Die goldenen Regeln, die hast du schon bekommen, ne? Die goldenen Regeln? Weiß ich nicht. In den Basics. In den Makro Basics. Ja, die habe ich gelesen. Ja. Das ist das Wichtigste. Die musst du verinnerlichen. Das ist nämlich die Rotation, die machen wir immer wieder im Kopf. Haben wir Supply frei? Haben wir Worker gebaut? Okay, wir brauchen keine Worker mehr. Dann können wir als nächstes gucken, haben wir Mules? Okay, keine Mules, dann gehen wir weiter. Produktion von Einheiten. Und diesmal haben wir unsere Mineralien schon deutlich weiter unten gehalten. Wir sind jetzt die lange Zeit unter 1000 geblieben. Der hat noch da eine zweite Basis rechts. Muss nochmal gucken auf die Minimap, wo noch Gebäude sind. Da. Und da. Ja, da musst du jetzt was von deiner Armee hinschicken. Du hast deine Armee gerade nicht ausgewählt. Was? Genau. Und dabei wollen wir immer weiter produzieren. Jupp. Ah, guck mal, so schön viele Marines.
Die machen alles kaputt. Den ganzen Schleimscheiß hier. So ein schönes Gefühl, oder? Mhm. Der hat keine Chance. Der wird einfach überrannt hier. GG. Toll. Der hat aufgegeben. Yay. Super. Ich sehe immer das Ding nicht in der Ecke. Welches Ding? Das da. Und ich hier unten immer. Und direkt nochmal. Das machen wir nochmal. Zack. Jetzt werden wir es noch besser machen. Okay. Nee, du hast auf Return to Game klicken. Sorry. Jetzt kommst du. Achso, das Aufgeben siehst du nicht. Ja. Scrollscreen können wir jetzt. Und das ist es eigentlich schon. Ja? Man muss halt nur ein bisschen schneller werden. Mach direkt Play again. Wir schaffen noch eins. Wir machen es einfach nochmal. Okay. Und jetzt wirst du noch besser sein. Ja? Noch viel besser. Guck mal, ich bin schon Level 4. Tja. Level 4. Level 3. Wer schon Level 3? Also ganz ehrlich. Ja? So, ein SCV. Wir wollen immer ein SCV drin haben, bis wir genügend haben. Unser Ziel ist es diesmal. Genau, nach vorne an die Rampe. Zack. Jetzt. SCVs. Ah, ich muss mir irgendwo Fragen aufstellen. Aufschreiben. Ich schreibe hier hinten drauf. Gut, dass da nichts drin war. Genau, weiter SCVs. Immer ein SCV drin haben. Bis wir genügend haben. Bis wir 16 Stück haben. Barracks, perfekt. Dann das Gas. Genau, noch ein SCV. Wobei, wir haben ja schon genug. Wir wollen doch nur 16 haben in dem Bild, oder? Ja. Ja, dann brauchst du gar keine mehr bauen. Siehst du? Wieso brauchst du welche? Hör doch mich. Worker in Vespingas-Gasier. Nur zwei, ja. So, die Barracks schon mal gruppieren. Habe ich doch schon. Ach, okay. Jetzt habe ich es nochmal gemacht. Ist doch egal. Ja. Zweites Supply-Depot. Ah, nicht mit dem, der war im Gas. Ja. Gas brauchen wir. Zack. Orbit to Command, Marine. Auf geht's. Orbit to Command. Oh, ich hab grad Quatsch jetzt. Eigentlich müssen wir das Tablet erst, ne? Brich mal den zweiten Marine ab. Mein Marine. Danach wollen wir direkt das Tablet. Wie kann ich den abbrechen? Klick darauf, genau. Den klicken wir. Ich denke, wir klicken nichts. Doch, da klicken wir. Okay, da klicken wir. Wir können auch Escape oder B drücken. Genau, und zwei Barracks. Auf geht's. Und zwar mit den beiden, die da vorne stehen, genau. Die können wir ja immer wieder verwenden. Barracks. Genau. Eine. Noch eine. So, und jetzt kann man die Worker schon aus dem Gas rausnehmen, denn wir brauchen nur 100 für das Combat Shield Upgrade. Die können jetzt schon raus. Dann werfen wir noch eine Mule. Da ist noch ein Worker im Gas, der sammelt dann noch. Versuch den nochmal rauszufischen. Und Combat Shield. Ah, das ist leider verklickt. Genau, Doppelklick, zack. Combat Shield, das Upgrade. Und die Produktion umhalten. Die nächsten beiden Barracks direkt ansetzen, weil wir haben ja noch Ressourcen übrig. Insgesamt wollen wir auf 5. Das ist unser Ziel. Zwei noch, nimm ruhig noch zwei. Okay, jetzt sind sie fertig. Ja, hast recht. Super. Alle gruppieren. Und Produktion jetzt. Wir wollen jetzt komplett unsere Ressourcen ausgeben. Ah, Doppelklick nochmal eine Barracks. Du hast dann irgendwie ein SCV mit in der Auswahl. Ich krieg die immer damit rein. Weil du zu lange Shift gedrückt hältst. Ah! Oh, oh, ah. Oh, schnell weg! Ah. Drückst du Alt-Tab? Ach man, bei dir ist es. Die Tastatur ist anders. Schnell weiter! Hat keiner gesehen. Kuh. So muss man ausgehen. Kuh. So. Ich habe den Alt-Tab-Shortcut nicht ausgestellt. Und rechts oben Supply. Ab jetzt haben wir immer ein Supply-Depot im Bau. Ja. Genau. Zack. Bau das ruhig schön. Ja, heiß. Ist auch nicht egal, wo das baust. So. Jetzt Produktion. Ah, du weißt das schon mit Shift und Bauen. Habe ich das schon. Hast du das selber herausgefunden? Was mit Shift und Bauen? Warte, schreibe ich mal auf. Okay.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das einfach nur so mache. Nee, das war gewollt. Das sah sehr gewollt aus. Okay. So, und jetzt die beiden SUVs hier. Da, die beiden. Mach mal, wähl die mal aus. Und nur die SUVs. Kannst du auch doppelklicken. Achso, die. Doppelklick ist. Ne, das sind die Marines. Da. Genau. Die sollen zurück an die Mineralien gefälligst. Die sollen sammeln. Die Arschis. Und weiter, genau, Marines. Immer zwei Stück jetzt drin haben. Genau, Rally Point setzen. Zwei Stück. Der ist fertig mit dem Supply Depot. Und das nächste. Eins, reicht. Doppelklick auf die Marines. So. Was haben wir vergessen? Wir wissen nicht, wo der Gegner ist. Deswegen laufen wir jetzt erstmal nach links oben. Der kann ja auf vier verschiedene. Genau, dort. Attack Move und los. So, wissen aber nicht, ob er da ist. Deswegen schicken wir. Ist er doch gar nicht. Ist er nicht? Wir wissen doch schon, dass er auf der gegenüberliegenden Seite ist. Du hast es gesagt. Er ist immer da. Nein, ist er nicht. Nicht? Okay. Das sind ja vier Spieler mehr. Ach so, okay. Da habe ich nicht aufgepasst. Wieder ein Supply Depot in Auftrag geben. Immer eins, wenn er fertig ist. Nein. Und du hast deine Army zurückgeschickt. Schick die nochmal wieder nach links oben. Und weiter bauen. Weiter produzieren. Ja. Tempo aufnehmen. Perfekt. Und Mute schmeißen. Zwei Stück können wir. 100 Energie. Und noch eine. Ja. Und wieder aufs Supply Depot gucken. Okay, der hat schon das nächste im Bau. Perfekt. Also ich habe übrigens bei mir das so gemacht, dass ich sie nach 4 gesetzt habe. Und dann kann ich immer so machen und dann halt einfach... Das meinte ich mit. Das ist perfekt, Jenny. Okay. Du bist wirklich die beste Spielerin der Welt. Und jetzt wähl die nochmal aus. Und schick die mal nach rechts unten. Ja. So, und weiter produzieren. Und das nächste Supply Depot. Okay. Das ist richtig gut. Das gefällt mir. Jetzt gehen wir nach links oben. Da, wo deine Marines oben links stehen. Wähl nur die aus. Nur die, genau. Und schick die nach rechts weiter. In die Unspawning Location. Da. Ja. Das ist der Folgentimer. Ist alles gut. Und weiter Marines bauen. Ja. So, gruppier die neuen Marines schon mal da. Jetzt guckst du mal unten rechts. Ist der Gegner da? Nee. Dann muss er oben rechts sein. Das heißt, du schickst alles jetzt nach oben rechts, was du hast. Und setzt den Rally Point dort auch hin. Von deinen Barracks, die Sammelpunkte. Guck immer dahin, wo du hin. Da ist es so viel feiner. Bauen. Du baust nichts. Auf Supply gucken. Brauchen wieder ein Depot. Zurück also. Na, da wollen wir nicht bauen. Da steht er. Genau. Ach, sind sogar gruppiert. Wow. Und die Marines. Da stehen ganz viele Marines. Schick die mit nach vorne. Toll. Und weiter produzieren. Mio schmeißen. Nächstes Supply Depot in Auftrag geben. Und wieder produzieren. Das ist StarCraft, Jenny. Supi. Das ist StarCraft. Mehr ist StarCraft, ne? Jetzt bist du schon quasi in der Master League. Nee. Also bin ich noch viel zu langsam. Ja, aber du wirst ja schon schneller. Jetzt guck nochmal. Ah, okay, gib schon auf. Okay, lass ihn aufgeben. Yay. Jetzt haben wir nämlich schon. Jetzt kriegst du bestimmt ein Level up oder so. Pass auf. Das bringt dir nichts. Das ist völlig egal. Aber pass auf. Erfahrung. Oh, Victory, easy. Was heißt das? Keine Ahnung. Oh! Jetzt dürfen wir schon gegen Easy spielen, nämlich. Cool. Als nächstes. Guck, hier hast du nämlich auch Progress. Das heißt, der Computer wird auch ein bisschen besser. Ist das jetzt gut? Ja, das ist gut. Also cool. Der ist noch immer nicht so gut. Der jetzt gerade zum Beispiel hat er gar keine Einheit. Der hat überhaupt keine Chance gegen dich gehabt. Du warst viel zu gut schon. Du machst einige Sachen, die sollst du eigentlich nicht machen. Okay. Und andere Sachen vergisst du dafür. Oder die habe ich dir gar nicht beigebracht. So, du bist echt gut, was einige Sachen angeht. Okay, schnell noch ein paar Fragen.
Ne, die machen wir beim nächsten Mal. Ich habe mir die hier notiert. Beim nächsten Mal am Anfang klären wir diese Fragen. Okay. Genau, und das war dann die erste Folge Noobs in Action mit Jenny. Yay! Ich bin wirklich, ich war noch nie so gespannt, wo das endet. Das ist wirklich, du bist jetzt mein Projekt hier. Ich bin sein Projekt, sein Versuchskaninchen. Du meinst, wer hätte das mal gedacht? Guck mal, damals, als Niklas damals noch in seiner Bude in Lübeck, als er den ganzen Tag Starcraft gespielt hat und nie mit irgendwo hingegangen ist und alle nur gesagt haben, ach Niklas. Das stimmt ja gar nicht. Du hast nur immer keine Sachen gemacht für die Uni, wenn wir das wollten. Ich? Ja. Ich war vor der Streber. Ja, genau. Ja, was ist doch? War ich doch, oder nicht? Im ersten Semester. Ja, im ersten Semester. Und dann hast du deine Starcraft-Phase gehabt und dann hast du dich da quasi oben eingeschlossen in deiner Bude und bist da nicht mehr rausgekommen. Ja, so gehört sich das auch. Ich muss in die Grandmaster kommen, Jenny. Ich muss auch Prioritäten setzen. Ja. Wir haben dir halt die Prioritäten anders gesetzt. Und wollten ganz gerne, dass du. Und deswegen seid ihr jetzt nicht Master in StarCraft. Gut, stimmt, das war's mit. Das war's mit Noobs in Action mit Jenny und Niklas. Und beim nächsten Mal geht's weiter, wieder schon reingehauen. Letzten Worte gebühren wie immer Jenny. Das hättest du vielleicht vorher sagen sollen und mich darauf vorbereiten. Danke fürs Zuschauen. Toll!